wunderschönen guten Morgen hier im herrlichen Zillertal bei strahlender Sonne vor dem Hotel Klausnerhof hier in Hintertux. Und wer mich nicht gleich erkennen sollte, ich werde jetzt einen Pfälzer Käsekuchen backen. In der Konditorei Küchenabteilung hier im Hotel Klausnerhof. Und dann hoffe ich, dass der gelingt. Es sind einige Sachen, die sind nicht so ganz in meinem Sinne. Die Formen sind nicht da, aber wir Konditoren, ne, vor allen Dingen wir Kölner, wir sind ja dazu da, um zu improvisieren. Und ich hoffe, ihr kommt jetzt mal alle mit in die Küche, wo ich dann am Backofen und am Teigtrog stehe und diesen wunderbaren Pfälzer Käsekuchen, der hoffentlich dann auch was wird. Ne? Ich bin ein bisschen nervös, aber die wird nicht klappen. Nicht schön. Sehr schön, sehr gut. Und denkt, wir sind wieder. Also, ja, die kommen jetzt doch alle mit, das ist ja Vorspann. Nee, ja, du bist in die Küche hier rein. Ah, ja. Da sind zum Beispiel die wunderbaren Berge. Das ist zum Beispiel, oben ist sehr viel Staubzucker, das Weiße ist Staubzucker, ne? Darunter ist Schwarzbrot und dann hier ist, sind bei diesen Tannen ist die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte entstanden. Achso, wir müssen, das ist der Weg zum Beispiel in die Küche. Den habe ich jeden Abend immer gefunden, wenn ich reklamiert habe. Die Schnitzel sind so klein, da brauchen sie Vergrößerungsglas. Und nee, ist alles lecker, sehr lecker. Wenn einmal ins Zillertal kommt, dann nur zum Klausnerhof, weil direkt gegenüber ist die Kirche. Wenn ihr irgendeine Sünde begangen habt, könnt ihr direkt morgens früh beichten. Ne? Ja, da ist ja, da kannst du ja noch 10 Dinger von machen. Dies ist viel zu dick. Gar nicht mehr schneiden. Oh. Meine Damen und Herren, ich bin immer gespannt. Das müsste hinkommen, ne? Klaus, was sagst du dazu als Frau? Männer sind. Richtig. Sag mal, wie lange braucht der Ofen? Bis der so. Ja, der war lange zum Mischen, ne? Also, ja? Also, 10 Minuten. Also bis ich fertig bin, ist er auch soweit, ne? Ja. Nehme ich an. Ja. Okay. In der kleinen Schüssel ist das Mehl, ne? Ja. Ich bin gespannt, wie das in der Form hier wird. Da bin ich mal gespannt. Ne? Weil die Hausfrau würde jetzt alles auf einmal reintun. Ne? Und das ist Quatsch, das macht man nicht. Nach und nach. Und es gibt Knubbele. Das ist das Schöne hier in der Küche. Die haben die Köche mittags alle frei. Wo man alles ausgrenzt, in dem nichts verloren geht. Jetzt muss man natürlich gerade halten, damit sie nicht auslaufen. Kuchen ist schon soweit und siehe da, er ist wohl gelungen. Wer hätte das gedacht? Ja? Der Pfälzer Käsekuchen im Zillertal. Das ist der kleine, wir nennen ihn einfach mal Franzl. Ja? Franzl ist der typische österreichische Name. Ne? Und ja, der sieht gut aus, die typische Handbewegung. Ich würde sagen, den kann man in einer Stunde kann man den essen. Ne? Und wer hätte das gedacht? Liebe Expressleser, ich selber auch nicht. Ah, oh, jetzt kommt der Sterne vor.
Ja, das schau her. Nein. Ja, jetzt warten wir nur noch auf den Küchenchef, ne? Der Käsekuchen ist rein optisch. Genug. Tu mal den Aschenbecher weg, ja? Wir haben hier den Küchenchef von Klausenhof, den Franz. Und als hätte ich es bereits geahnt, wie ich den Käsekuchen aus dem Ofen geholt habe, da haben wir ihn den kleineren, da haben wir gesagt, Franzl. Und Franz, du hast jetzt die große Ehre, als erster hier im Zillertal den berühmten Käsekuchen, oh, zu also die Pflanze, ja, zu probieren. Ne? Ich mache mal zielsicher die Mitte angepeilt. Hast du viel oder großen? Machen wir mal so. Ein kleiner Hunger. Ein normales. Ja, Hunger brauchen wir nicht haben. Wir gucken, guck dir das mal an, Brand, ja. Wie der schon aussieht. Ja? Schön, wunderbar. Ja. Ja. So darfst du jetzt probieren. Ja? Ich werde mir auch ein ganz Griff mal, um mal die Festigkeit ist, glaube ich, optimal. Der Mürbeteig ist, glaube ich, ein bisschen dick, aber den habe ich schon verdünnt. Den haben deine Kollegen. Ja? Aber es müsste gehen, ne? Müsste gehen, oder? Ja, sehr gut. Mhm. Ja, das ist der Pfälzer Käsekuchen. Mhm. Ganz gut, ja. Hm? Wenig Mehl, viel Eier und viel Sahne. Hm? Ja, ja, kann man essen. Mhm. Die Neuspezialität im Klausenhof, Pfälzer Käsekuchen. Oder wie Helmut Kohl zu sagen pflegt, das ist einer der leckersten Käsekuchen, die ich jemals in Zillertal probiert habe. Das ist hier der Küchenchef, Klaus Nachhof. Kannst du mal was zur Qualität von dem Kuchen von Dieter Streuter sagen? Ja, der ist sehr locker und sehr gut, ja. Saftig, vor allem sehr gut, ja. Und ofenwarm, ne? Ofenwarm, ja. So sollte er ja sein. Ich muss sagen, also, ich habe lange jetzt nicht mehr gegessen. Aber wenn der Mürbeteig jetzt beim nächsten Mal ein bisschen dünner ist, ne? Ich war ja auch ein bisschen nervös, ne? Heute so mitten im Urlaub als Konditor zu arbeiten, aber... du hast mir noch mal auf die Schulter geklopft, ich habe ein paar Rippen gebrochen danach. Aber und Dieter können bei euch auch anfangen. Ja, ja, freilich, ja. Ich bin auch vielseitig einsetzbar, ich kann in der Bar abends noch auftreten. Ne? Also ich kann auch die Zimmer machen. Ne? Gut. Also für das, man kann mich auch für das weibliche zur Betreuung der weiblichen Ferien, der alleinstehenden Feriengäste kann man mich auch brauchen, ja. Ja. Ab und zu. Also wie gesagt, und wenn ihr mal einen rheinischen Abend habt, da brauchen wir die anderen alle nicht, der Marsch alleine. Ja? Was machst du bei der nächsten Kölsche Woche für den Kuchen? Ja, da muss ich mir nur überlegen. Da muss ich mir nur überlegen. Da weiß ich jetzt noch. Das ist schwierig, aber da würde ich vielleicht mal aus Marzipan so ein paar Tiere hier, also mal Gemsen machen oder so in dem Sinn, ja? Also da muss ich mir noch überlegen.